So, und herzlich willkommen zurück zu unser kleines Mindtest Survival Dings. Ja. Auf los geht's los. So, wird da gerade wieder Nacht. Das heißt, wir müssen uns definitiv jetzt gleich direkt eine kleine Behausung bauen. So, was haben wir denn überhaupt alles da? Ich mache mal hier vorne noch eine kleine Fackel hin, dann haben wir hier so ein bisschen, ne, sehen wir, wenn die Mutter kommt. So, wir brauchen. Quatsch, hier. Ach du Scheiße. Gehen die weg, hier gibt's nicht zu sehen. Kann man hier nicht mehr in Ruhe, ne? Penis. Was? Wir haben nur 7 Kopfsteindinger? Ja, hässlich. Okay. Folgendes. Wir machen uns mal hier ein bisschen Holz. Und bauen uns jetzt hier mit eine schöne Dings. Die Frage ist, wie groß machen wir das Ding? Noch haben wir gar nicht allzu viel Holz, das heißt, wir können es gar nicht allzu groß machen. Ich mach's mal erstmal so. Gefährlich jetzt hier los. So. Wir werden das Haus auf jeden Fall später noch ein bisschen größer bauen. Ist nur erstmal jetzt. Damit hier keine Viecher reinkommen, ne? Dieser normale Schutzwall. So. Aber. Och, leck mich doch. Zuckersand? Och nein, die Kiste ist draußen. Ja gut. Zuckersand. Mache ich hier den Einstieg? Zuckersand? Können wir schnell abbauen. Okay. Folgendes. Wir machen hier später gleich mal einen Fußboden rein. Dann können wir jetzt auch schon ausheben. Ich gerade auf die Rechtsklick-Taste. So, schon irgendwelche Monster da? Gar nichts. Gut. Wisst ihr was? Ich pflanze mal den. Ah ne. Bäume hier pflanzen bringt eh nichts. Ist ja, ne? Oder Licht wachsen hier sowieso nicht. Ich würde gerne noch ein bisschen Holz haben. Momentchen mal kurz. Wir haben noch hier ein bisschen. Kann ich daraus Wolle bauen? Craften? Dingsen? Das wäre phänomenal. Ja, leck mich doch am Arsch. Da können wir uns ja doch schon ein Bett bauen. Warum sagt mir das denn keiner? Ach, wo ist die rote Blume schon wieder hin?
Okay, das geht also nicht. Wir kriegen nur. Ey, Frau haben wir zweimal rote Wolle, soweit ich weiß. Dann müssen wir auch noch eine rote Pflanze abschlagen. Ja, da hinten ist was Rotes. Oh mein Gott! Oder die Waldfee. Komm schon, komm schon. Scheiße. Was? Aber das war doch so. Ach, ich bin doch bescheuert. Ist jetzt nicht dein Ernst? Ich habe gerade meinen Test mit meinem Schwung verwechselt. Hier brauchen wir ja einfarbige Kacke. Das heißt, ich brauche noch eine rote Pflanze, um rotes Bett zu machen. Oh Gott, ich sehe halt einen Scheiß. Da, hier, was ist das Rotes? Ja, ab zurück, ab nach Hause. Schnell. Wo ist der Mond? Hoch am Himmel. Ah, super. Ach Gottchen. Okay. Das heißt, nochmal das Ganze. Also langsam wird mir die Wolle ein bisschen eng. Ah ne, halt. Wollte ja gar nicht. So, nee. So. So. So und so. Jawohl. Nein, 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 ich einfach. Boah, Alter. Willst du mich verarschen? Ich fick deine Mutter. Und ja, wir müssen ihn jetzt erledigen. Weil solange muss er in unserer Nähe ist, können wir ja nicht schlafen gehen. Oh, Alter. Nein! Was bist du jetzt? Achso. Spiel im Bett. 1 von 1. Schlaf abbrechen? Ja, mach doch mal hin. Ah, geht doch. Yay! Wuhu! Wir haben es geschafft. Ich glaub's nicht. Ach, guck mal an. Ein unschuldiges Schaf. So, das Bett wollen wir erstmal, packen wir erstmal hier so irgendwo hin. Keine Ahnung, da so. Obwohl, ist ja echt dumm. Egal. So, wir brauchen erstmal Holz. Ich will mal kurz unser Haus ein bisschen weiter bauen hier. Ach, hier war auch eine rote Blume? Leck mich doch am Arsch, wieso haben wir die nicht gesehen? Manchmal frage ich mich echt, Ronny, wie kannst du eigentlich so blind sein? Oh, wir hatten drei Saplings. Da. Da kommst du dahin und du kommst dahin. So, wir brauchen viel Holz. Wir brauchen ganz, ganz viel Holz. Oh! Dazu muss ich sagen, ich habe Feuer aktiviert auf dem Server. Und da hinten brennt es. Ach du Scheiße. Ja. So viel zu dem Thema. Gehen wir da gleich mal hin, einfach mal gucken, was da los ist. Andererseits, wenn das da hinten brennt, dann muss es ja bereits im aktiven Bereich sein. Das heißt, dass der Baum eigentlich auch schon abbrennen müsste. Wir gehen dann einfach hin. Ein Lama. Zum Glück ist hier kein Dschungel, das heißt, das Feuer kann sich nicht weiter ausbreiten. Wobei, hier brennt natürlich auch schon wieder.
Ja, wir müssen die Bäume hier fällen. Was ich hier gerade mache, ist die effektivste Möglichkeit, einen Brand einzugrenzen. Einfach eine Schneise schlagen. Da kann ich mir nämlich das Feuer nicht weiter ausbrechen. Okay, hier war ich so langsam. Okay, komm, der Baum ist auch weg. Komm her. Hallo? Er hat einen Server? Hallo? Hallo? Digga, was geht? Alter. Alter, wie lange brauchen die Blätter, um runterzugehen? Ist ja... So, ich nutze jetzt mal die Wood-Cutting-Mod, weil mit der gehen doch die Blätter weg. Guckt euch das an hier. Haben wir eiskalten Waldbrand? Also ich glaube das nicht. So, okay, da unten interessiert mich nicht weiter. Die Sache ist, Hauptsache, das Feuer kann sich nicht noch weiter ausbreiten. Okay, tut's bereit. Ja, dann geht doch weg, Alter. So. Warum passiert hier unten alles? Also gleich fertig sauber. Hier passt auch schon wieder. Jetzt brennt hier oben auch noch. Ach wisst ihr, was ist noch eigentlich scheißegal. Dann brennt halt der gesamte Wald ab. So, hier breitet er sich nicht weiter aus in die Richtung, sehr schön. Ach, dieser Wald hier, ey. So, kann ich auch nicht weiter ausbreiten. Hier, verpiss dich mal bitte.
Weg da. So. Okay, die wollen mich hier hinten. Ach, Alter, ernsthaft jetzt? Weg hier, scheiß Feuer! Verpiss da! Huha! Okay, hinten ist es weg. Sehr schön. Boah, es ist eine gesamte baumfreie Region. Neuer Easy. Was ist hinten los, Alter? Alles weg, bitte alles weggehen. So, okay. Ich glaube, das Feuer ist besiegt. Yay! Wir haben das Feuer besiegt. Woo, hardcore. Sehr schön. Was eine gute Tat. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die nächsten, aufs Gewitter, denn aufs erste Gewitter, wenn die über Blitze einschlagen. Ja, danke dafür. Da wird es dann ganz schön heftig. So, zuallererst, genau. Komm, ich bin mal jetzt, ich brauche hier eine Steinspitzhacke. Wir brauchen mal ein bisschen mehr Gestein. Deswegen wollte ich eine Steinspitzhacke, weil dann haben wir weniger Gestein danach. Das macht Sinn. Nein, Spaß. Die ist natürlich dazu da, um dir noch mehr Gestein abzubauen. Ne? Ich denke mal, das sollte jedem soweit verständlich genug sein. Was? Achso, ups, war die falsche. Egal. Ist die Holzspitzhacke wenigstens auch weg? Kohle! Yay! Oh, noch mehr Kohle. Das ist aber schön. So. So. Perfekt. Noch ein bisschen mehr Gestein. Jetzt können wir damit nämlich mal einen Ofen bauen. So. Heißes Eisen. Naja, Eisen haben wir noch lange nicht. Also da ist noch ein bisschen hin, ne? So, dann würde ich mal sagen, wir. Komm, vielleicht kann ich einfach eigentlich erstmal in die Kiste schmeißen. Aber jetzt haben wir drei verschiedene Arten und jeweils drei Stück. Wow!
So, die Dinger brauchen wir auch nicht. Wir ernähren uns erstmal hier von diesem komischen Gammelfleisch. Döner sind lecker. So. Okay. Was? Oh. Diorite wollen wir natürlich nicht haben, sondern echtes Gestein. Das hier. Und zwar als Fußboden. Sehr schön. So, dann kommt jetzt Holz ins Spiel. Hallo, da rein, danke. Und zwar brauchen wir hier machen wir Dinge. 2. Hier bräuchte ich ein bisschen Cleanstone. Dann tun wir dies noch mal. Oh, was hat denn jetzt hier gemacht? Oh, ich bin ein bisschen von der. Ach ne, ich will einfach nur noch eine Reihe. Alles gut. Ich würde einfach mal sagen, hier sind 2 und hier sind 4. Ich würde mal sagen, wir bauen hier mal noch lieber eine Reihe ran. Dann verschieben wir damit jetzt mal das Haus um ein paar Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das mit den Bäumen war natürlich super intelligent. Die hätte ich erstmal einschmelzen sollen zu Braunkohle. Wäre effektiver gewesen. Immer gib ihm. So. Brauchen auf jeden Fall noch mehr Stein. Und zu dunkel. Ist unser Bett noch da? Nein. Ach so, haben wir es ja auch rausgepackt. Wie können ich schlafen? Ach, schneit! Oh, kack, wo ist die Sonne? Das ist ja jetzt hier nicht sehr nett. Danke. Die Sonne ist jetzt wo? Hallo? Egal. Okay. Ist das hier normales Gestein hier unten? Müsste eigentlich sein, ne? Ein bisschen Gestein. Dann ziehen wir hier auch gleich mal den entsprechenden Boden ein, wobei das hier ist eigentlich noch ein zu. Ja, doch, ist richtig. Genau. Auf der Höhe hier jetzt hier kommt Cobblestone.
Aber gut, die äußerst 3 war es natürlich umsonst, da die kommen gleich wieder raus. Da kommt später Cleanstone hin. Weil das Gebäude wird um 1 nach in die Richtung da verschoben. So. Perfekt. So, Cleanstone. Haben wir mittlerweile ein bisschen Braunkohle hier? Oh, es geht. Wie lange spielen wir denn schon? Nein. Oh gut, können wir dann gleich bald Pause machen. Sobald hier die bisschen Braunkohle durchgelaufen ist. Dann machen wir dann nämlich ein bisschen Cleanstone. Allerdings 34 wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Stein. Aber naja. Das soll uns jetzt nicht weiter kümmern. Wir machen ein bisschen jetzt direkt mal Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.